vor dem Hintergrund immer wieder angestoßener Schlussstrichdebatten. Sage ich es mit den Worten der Linken Berlin aus einem Beschluss. Für uns ist und bleibt der 8. Mai 1945 der Tag der Befreiung, der Tag des Sieges über die Unmenschlichkeit. In diesem Sinne begrüße ich Sie ganz herzlich im Namen des Parteivorstandes der Linken und im Namen der Landesverbände Berlin und Brandenburg zur politisch-kulturellen Matinee Befreiung, was sonst. Mein Name ist Janine Hamilton, ich bin Pressesprecherin der Rosa-Luxemburg-Stiftung. In den letzten Tagen und Wochen sehen wir immer wieder Berichte im Fernsehen, hören sie im Radio oder lesen sie auch in den Zeitungen von KZ-Überlebenden. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass viele von Ihnen berichten, dass der Tag ihrer Befreiung aus der Gefangenschaft, dass es für sie eine Art Geburtstag ist oder ein zweiter Geburtstag. Vielleicht stellen wir uns auch diesen Tag des Gedenkens als eine Art Geburtstag vor, vielleicht der Menschlichkeit. Im Privaten kennen wir es, sind Geburtstage von Freud und Leib geprägt. Man feiert sich selbst, es hat sich wieder etwas gejährt. Aber auf der anderen Seite ist doch vielleicht ein bisschen Leid dabei. Man denkt an Erlittenes im vergangenen Jahr oder auch Versäumtes. Dieser heutige Gedenktag wird vielleicht streckenweise ähnliche Gefühle in uns auslösen, wenn natürlich auch nicht in vergleichbarer Intensität. Wir feiern, weil wir Freude darüber empfinden, dass vor 70 Jahren diese Schreckensherrschaft ein Ende nahm. Aber es bleibt natürlich die Trauer über das erlebte Leid, die Zerstörung und die Vernichtung, die von den Nazis ausgegangen ist. Wir freuen uns an dieser Stelle, Antifaschistinnen aus unseren eigenen Reihen begrüßen und ehren zu dürfen. Ich möchte beginnen mit Annelies Englert. Vielleicht, wenn es geht, gerne nach vorne kommen. Ja. Geht es? Genau. Annelies Englert. 1923 wurde Annelies Englert in Wallroda bei Radeberg geboren. Ihre Eltern, beide im Ort bekannte Kommunisten, wurden schon kurz nach der Machtergreifung 1933 verfolgt. Dem Vater gelang die Flucht nach Tschechien. Zusammen mit der Mutter wurde die neunjährige Annelies verhaftet. Nach Freilassung der beiden gelang die Flucht ebenfalls nach Tschechien. 6 Jahre lebte man in Sicherheit, bis 1939 die neuerliche Verhaftung im nunmehr besetzten Tschechien erfolgte. Annelies war da 15 Jahre alt. Ihr Vater kam nach Zuchthaus und KZ in das Strafgefangenenlager ins norwegische Tromsø. Im März 1944 wurde er dort erschossen. Annelies und ihre Mutter überlebten den Terror dank der Hilfe und Solidarität tschechischer Genossen. Nach der Befreiung kamen sie 1945 nach Deutschland zurück. Annelies beteiligte sich am Wiederaufbau. Seit 1951 in Ludwigsfelde lebend, gehört sie bis zum heutigen Tage der Partei Die Linke in ihrem Kreisverband Teltow-Fleming an. Werner Knapp. Sehen wir uns ruhig ein bisschen. Ja. Werner Knapp wurde am 24. September 1921 in Berlin geboren. Sein Vater gehörte seit 1919 der KPD an. Seine Mutter stammte aus einer Pastorenfamilie. Kindheit und Jugend von Werner Knapp waren durch dieses Elternhaus geprägt. Während des Nationalsozialismus musste sein Vater in die Illegalität gehen. Seine Mutter schrieb Flugblätter für Widerstandsgruppen der KPD. 1935 emigrierte die Familie auf Drängen der KPD nach Prag. Hier besuchte Werner Knapp die Realschule. Er war Mitbegründer der FDJ am 8. Mai 1938 in Prag.
Kurz vor der Besetzung Prags durch die deutsche Wehrmacht musste er nach Paris gehen und begann dort eine Lehre als Maschinenschlosser. Hier wurde er am 26. Oktober 1939 zur tschechoslowakischen Auslandsarmee im Süden Frankreichs einberufen und kam im Juni 1940 an die Front an der Marne. Er kämpfte bis zum 8. Mai 1945 in dieser Armee. An dieser Stelle möchte ich den Genossen Erhard Stenzel ehren, wenn ich das richtig... Ach, dort vorne. Ist nicht da. Leider nicht, aber ich verlese trotzdem gerne das, was wir... Ach, da! Da guckten wir in die erste Reihe, aber da kommt er. Das freut mich sehr. Herzlich willkommen. Der heute 90-jährige Erhard Stenzel musste mit 8 Jahren mit ansehen, wie sein Vater 1933 von SA-Schlägertrupps im sächsischen Freiberg verhaftet wurde. 1944 wurde sein Vater, ein überzeugter Kommunist, im KZ Buchenwald ermordet. Schon früh erfuhr Erhard, wie verbrecherisch das faschistische Regime in Deutschland herrschte. Er selbst wurde 1942 als damals 17-Jähriger zur Wehrmacht eingezogen. In Nordfrankreich nahm er Kontakt zur französischen Résistance auf. Am 3. Januar 1944, nachdem er überlaufen konnte, wurde er offiziell in die Résistance und die französische KP aufgenommen. Fortan kämpfte er aktiv gegen die SS und Gestapo in Frankreich. Als Widerstandskämpfer in Frankreich hoch geehrt, musste er knapp 60 Jahre warten, bis sein Todesurteil als Wehrmachtsdeserteur in Deutschland als Unrecht anerkannt und er rehabilitiert wurde. Unermüdlich steht er als Zeitzeuge vor Schulklassen Rede und Antwort. Bis 2014 war er als Stadtverordneter der Linken in Falkensee politisch aktiv. Sein Kreisverband Havelland ernannte ihn zum Ehrenvorsitzenden. Kurt Gutmann. Ich komme mal einen Schritt runter. Ach, das geht schon, wir können hier vorne. Wir können auch hier vorne bleiben. Kurt Gutmann wurde am 18. Februar 1927 in Krefeld geboren. Während der Kindheit litt er unter dem täglichen antisemitischen Terror der Nationalsozialisten. Kurt Gutmann konnte mit dem allerletzten Kindertransport im Juni 1939 nach Schottland entkommen. Er erlebte die Zeit als Kind in Deutschland mit Angst und Schrecken. Die Nazis stahlen ihm das Lachen und die Fröhlichkeit. Kurt Gutmann fand durch seine späteren Nachforschungen heraus, dass Mutter und Bruder höchstwahrscheinlich im KZ Sobibor ermordet wurden. Als Kurt Gutmann alt genug war, meldete er sich zur Arbeit in der Kriegsindustrie im schottischen Glasgow. Dort kam er mit deutschen Antifaschisten zusammen und nahm an der Arbeit der dort bestehenden Gruppe der Freien Deutschen Jugend in Großbritannien teil. Den 8. Mai erlebte er in einem Ausbildungslager der britischen Armee, zu der er sich freiwillig gemeldet hatte. Für ihn war es selbstverständlich geworden, nach der Entlassung aus der britischen Armee sofort nach Deutschland zurückzukehren, denn er sagt: Ich hielt es für meine Pflicht, am Aufbau eines antifaschistischen und demokratischen Deutschland teilzunehmen. Annelies, Erhard, Werner, Kurt, ich denke, der Applaus zeigt, welch großen Respekt wir vor euch haben und dass es für uns eine große Ehre ist, euch heute und auch sonst in unseren Reihen zu haben. Vielen Dank.